Ich habe mir ein klassisches Herangehen mal ausgesucht, um das so ein bisschen abzuklopfen. Und wie so häufig sind die Buddhisten ja sehr praktisch und sehr bodenständig und sehr direkt und sagen, jetzt mal grob gesehen, gibt es zwei Arten von Angst. Die eine bringt etwas und die andere bringt nicht. Die eine ist sozusagen fruchtbar zu machen und die andere ist letztlich überflüssig und tun besser daran, sie aufzulösen. Das ist eine Art, über Angst zu sprechen. Dann gibt es natürlich damit in Verbindung Beschreibungen, was die Ursachen von Angst sind. Aber ich rede erstmal über den ersten Punkt. Zwei Arten von Angst. Die sinnvolle Art von Angst, sagen Sie, besteht darin, dass wir uns klar machen, was die Folgen unseres Handelns sind. Also, wenn ich meinetwegen mein Leben in einer produktiveren Richtung verändern will, aber einfach meinen alten Stiefel weitermache. Also ich nehme mal was Plattes. Wenn ich abnehmen will, aber einfach weiter esse, dann wäre sozusagen eine sinnvolle Angst die Folgen. Oder wenn ich aufhören will zu rauchen, meine Lunge nicht mehr schädigen will, aber ich rauche einfach weiter, dann wäre eine sinnvolle Art von Angst, sich anzugucken, was sind die Folgen meines Handelns, nämlich mir zu schaden. Also das schadet, was weiß ich, wegen der Gesundheit. Sagen Sie, das ist die einzige Art von Angst, die sinnvoll ist. Dass das Handeln, was wir durchführen, uns oder anderen schadet. Und Sie sagen, der Rest ist eigentlich überflüssig, denn alle anderen Arten von Angst, die haben mit unrealistischen Vorstellungen über uns, über andere und über Situationen zu tun. Jetzt denke ich, dass für uns dieser zweite Bereich einfach das ist, was uns auch beschäftigt und was uns große Probleme auch bereitet. Dass wir bestimmte Vorstellungen haben über uns, über andere, über Situationen, die, wenn sie nicht eintreten, Angst bereiten oder schon, wenn wir allein diese Vorstellungen haben, die Angst machen. Und wenn wir da gucken, was ist da die Ursache oder was spielt, haben wir vielleicht Ursache ist ein bisschen zu linear, aber was spielt bei dieser Art von Angst mit, die mit Vorstellungen einhergeht, mit Erwartungen, mit Ansprüchen, mit Hoffnungen? Da stehen zwei Bereiche oder zwei Komplexe im Zentrum. Das eine ist, das habt ihr auch schon zum Teil genannt, die Angst vor Schmerz. Und die steht wiederum im Zusammenhang mit einer Vorstellung, es dürfte keinen Schmerz geben oder es sollte keinen Schmerz geben. Und der zweite große Komplex, da gehe ich nachher ein bisschen drauf ein, ist dieses Identifizieren mit bestimmten Stimmungen, Vorstellungen, Selbstbildern, Ansprüchen von anderen, Ansprüchen von uns selbst, was wiederum zu Angst führt, wenn wir sie nicht erfüllen. Ich möchte jetzt aber heute Abend ins Zentrum die Angst vor Schmerz stellen. Denn ich denke, das ist für die meisten von uns der Kern von Ängsten. Ob wir jetzt Angst haben von der Umweltzerstörung, ob wir Angst haben vom Atomkrieg, ob wir Angst haben vor Krebs, ob wir Angst haben vor Verlust, jemand zu verlieren, ob wir Angst davor haben, dass etwas Unangenehmes passiert, also die Angst vor dem Verlust, ob wir Angst haben, etwas nicht zu kriegen, was wir gerne hätten. Schaffe ich das? Gelingt mir das? Immer steht da oder ist eine Verbindung zu Verletzung, zu Schmerz. Da sind die Buddhisten wieder ungemein direkt und einfach und praktisch und sagen, es gibt Schmerz, der ist vermeidbar und es gibt Schmerz, der gehört zum Leben dazu, der ist nur durch eine geistige Arbeit zu überwinden. Der Schmerz, der
sagen Sie noch frecher, überflüssig ist, ist, dass ich wehre, also ist der Schmerz, der entsteht, wenn wir uns gegen unangenehme Gefühle wehren. Die sagen, das gehört zum Leben dazu. Also wenn wir leben, wenn wir einen Körper haben, also wenn wir in einer körperlichen Existenz in dieser Welt existieren, wenn wir leben, dann haben wir alle angenehme, unangenehme und neutrale Gefühle. Das hat die Biologie und die Nervenpsychologie und so weiter, haben das auch alle schön beschrieben. Das ist auch überlebensnotwendig, dass wir mit angenehmen, unangenehmen, neutralen Gefühlen reagieren auf Umweltbedingungen, auf innere Prozesse, dass wir zum Beispiel registrieren können, ich habe Kopfschmerzen. Ja? Ich habe was Unangenehmes gegessen, was Verderbliches. Das ist zu heiß, das ist zu kalt, das ist zu hart, das ist zu, was weiß ich immer. Also das ist ein Überlebensmechanismus in uns, dass wir angenehme, unangenehme und neutrale Gefühle unterscheiden können. Das gehört zum Leben dazu. Und die Buddhisten sagen, ein ganz großer Teil unserer überflüssigen Leiden entsteht dadurch, dass wir diese unangenehmen Gefühle nicht haben wollen. Dass wir uns gegen dieses natürliche Leiden oder mit Leben einhergehende Leiden wehren und dadurch vermehrt Spannung erzeugen, was wieder als Schmerz erfahren wird. Es verstärkt diesen ganzen Mechanismus von unangenehmen Gefühlen. Also was ganz wichtig ist zu begreifen, und es ist auch wichtig für Menschen auf dem meditativen Weg zu begreifen, Meditation führt nicht dazu, zumindest in Anfangsphasen, in den ersten, sagen wir mal, Jahrzehnten, bis wir gelernt haben, uns nicht mehr zu identifizieren mit dem Leiden. Meditation führt nicht dazu, dass unangenehme Gefühle aufhören. Das ist ein falscher Anspruch an die Meditation, der wiederum Leiden produziert. Was uns Meditation lehren kann, ist, diese Prozesse genauer wahrzunehmen, also unangenehme Gefühle auf Kälte, Hitze, Schärfe, was auch immer, zu registrieren und diese unangenehmen Gefühle zu unterscheiden von unseren gewohnheitsmäßigen Reaktionen darauf, von unseren Abwehrreaktionen gegen sie. Und alle, die schon ein bisschen länger meditieren, werden merken, dass das ganz schön schwierig ist. Und dass es, also ich muss ehrlich sagen, wenn ich nicht gerade in einem Retreat bin, in einer Klausursituation, wo mein Geist relativ ruhig und klar ist und ich ein ganz einfaches Leben habe, kann ich nicht unterscheiden zwischen Abwehrreaktion auf unangenehme Gefühle und unangenehmen Gefühlen. Also normalerweise kriege ich die unangenehmen Gefühle gar nicht mit. Ich kriege nur das Abwehren mit. Ih, das will ich nicht haben. Ih, ist das furchtbar. Nee, das ist ja schrecklich. Das riecht ja grauenhaft. Das ist ja furchtbar hart. Das ist ja viel zu heiß. Das ist ja viel zu hart. Das zieht. Das ist ja ein schreckliches Essen. Das ist und so weiter. Ich kriege nicht mit dieses ganz rudimentäre, unangenehme Gefühl von unangenehm. Sondern ich kriege nur das aufgebauschte Reagieren drauf mit. Und wenn wir anfangen, zum Beispiel Atemmeditation zu machen, beim Atem zu bleiben, dann registrieren wir natürlich immer, dass wir abschweifen, weggehen. Und eine Übung könnte sein, dass wir unsere Reaktionen auf unangenehme Gefühle versuchen zu registrieren. Das ist richtig als Meditationsaufgabe. Und das ist auch etwas, was wir im Alltag dann sozusagen weiter üben können. Dass wir einfach mal gucken, vielleicht die nächste Woche mal, wie reagiere ich auf unangenehme Gefühle? Da haben wir auch eine breite Palette von Reaktionsweisen und je nach Geschlecht und Kultur und sozialer Schicht und Ausbildung und Zurichtung, Sozialisation und so weiter, haben wir sehr unterschiedliche Reaktionsweisen. Es gibt die aggressive Abwehr von unangenehmen Gefühlen, die Schuldzuweisung nach außen. Ich denke, ihr habt alle Situationen erlebt, wo ihr euer Fahrrad kickt oder euer Auto kickt oder in irgendeinen blöden Schrank kickt, weil er euch im Weg steht und ihr euch dran stoßt.
Ja, also ich meine, selbst wenn man nicht jetzt Menschen gegenüber aggressiv ist, einfach, man ärgert sich, weil dieser blöde Bleistift nicht mehr schreibt. Ja, und schmeißt ihn in die Ecke oder sowas. Also es gibt aggressive Abwehr von unangenehmen Gefühlen. Es gibt diese Schuldzuweisung nach, du blöde Kuh, warum sagst du das? Oder du bist einfach bescheuert, oder weil heute das und das mir gesagt wurde, deswegen bin ich jetzt schlechter Laune. Also die aggressive Abwehr und die Schuldzuweisung nach außen. Es gibt die Schuldzuweisung nach innen. Ich bin halt einfach zu blöd dazu, ich kann das eben nicht, ich bin hoffnungslos, ich bin eben einfach nichts wert. Nach innen. Es gibt häufig praktiziert und von unserer ganzen Gesellschaft unglaublich unterstützt, die Ablenkung. Schnell Zeitung lesen, Fernsehen gucken, Radio hören, essen, trinken, rauchen, irgendetwas machen, was uns ablenkt von diesen unangenehmen Gefühlen. Es gibt, ist auch sehr beliebt bei Intellektuellen, das Wegrationalisieren oder das Erklären. Ja, das ist ja ganz klar, woher das kommt, nicht? Das ist ein psychischer Mechanismus, der, also der Wunsch, eine monokausale Erklärung letztlich. Die Ursache für das Problem. Sehr beruhigend, aber völlig hirnrissig buddhistischer Auffassung zufolge. Weil es gibt für nichts eine monokausale Erklärung. Bei jeder Situation spielen so viele Faktoren mit, dass wir zwar ein paar Hauptfaktoren bestenfalls benennen können, wenn wir wirklich gut hingucken, ein paar Faktoren, die mitspielen, aber es gibt keine monokausale Erklärung für nichts. Dann ist ein beliebtes Spiel bei den Meditierenden, die unangenehmen Gefühle wegzumeditieren. Sehr beliebt, und zwar so beliebt, dass sie in Indien richtige Witze drüber machen. Da gibt es also dieses, das habe ich in einigen Seminaren schon erzählt, da gibt es das berühmte Beispiel von dem großen Yogi-Wettkampf. Das haben die vorhin in Indien oft gemacht, haben die Könige so zur Volksbelustigung und auch ein bisschen, um die Yogis zu testen, haben sie Veranstaltungen gemacht, wo alle Yogis ihre übernatürlichen Kräfte beweisen sollten. Und dann ging es halt darum, wer kann am längsten eingegraben in der Erde sitzen. Bei reduziertem Atem und reduziertem Herzschlag, also braucht man ja auch weniger Luft und so weiter, ja. Und wer das am längsten kann, kriegt ein Pferd. Und dann sind die Yogis alle gekommen und haben sich einbuddeln lassen und dann hat sich eben der gemeldet und jener gemeldet und jener gemeldet, die konnten alle nicht mehr. Da waren schon so Mechanismen, so kleine Höhlen oder Verbindungen, dass die nicht erstickt sind. Und einer hat sich nicht gemeldet und der wurde vergessen. Und irgendwie nach 5 Jahren plötzlich geht die Erde ein bisschen hoch und sie graben dann ein Gerippe aus. Der kommt raus, schlägt die Augen auf. Wo ist mein Pferd? Ja, also die Meditation, die Konzentration, solange sie nicht mit einer ganz tiefen Einsicht verbunden ist, lenkt nur ab von der Verblendung. Beruhigt sozusagen die ganzen verblendeten Energien, die aufgeregten Emotionen nur. Von daher sagen alle Meditationslehrerinnen und Lehrer, Konzentration reicht nicht. Konzentration hält alle unruhigen Zustände für die Dauer der Konzentration an. Sie hat natürlich eine entspannende Wirkung, weil wir in der Zeit uns keinen neuen Input holen, uns wie ein tiefer Schlaf entspanntes, aber sozusagen auch nach einem langen Schlaf sind die gleichen Probleme noch vorhanden von gestern. Ja, die sind auch nicht weg. Selbst wenn wir tief und fest geschlafen haben, uns gut erholt haben, dann sind die alten Mechanismen nicht weg. Die lassen sich nur beseitigen durch tiefe Einsicht. Und zwar nicht begriffliche. Also ohne Konzepte, eine direkte, intuitive Einsicht in Zusammenhänge ist das Einzige, was die Wurzel der Unruhe, die Wurzel der Unklarheit beseitigt. Das heißt also, das Ablenken durch Meditation funktioniert und die gut konzentriert meditieren können, können also durchaus nach einem Wutanfall sich hinsetzen und so wie wir dann schlafen und uns dabei erholen oder Film angucken und uns dabei erholen, so können sich Meditierende durch eine gute Meditation, eine gute Konzentration erholen, entspannen, aber wenn sie aus der Meditation auftauchen, ist das Problem nicht gelöst. Wenn es nicht durch Einsicht gelöst wird. Also es gibt, da können wir dann
auch nachher eine Übung dazu machen. Es gibt eine Bandbreite von Möglichkeiten, von Reaktionsweisen, wie wir mit Schmerz umgehen. Und es ist natürlich sehr hilfreich, wenn wir so ein bisschen rauskriegen, was ist unsere Strategie? Lenke ich mich eher ab? Rationalisiere ich weg? Versuche ich immer eine Ursache zu finden? Ja, eine schöne Erklärung? Einfach gucken. Was mache ich eigentlich? Gut, dann musst du halt mit allen Sachen arbeiten. Also meistens hat man so eine Vorliebe. Und ich meine, die Empfehlungen sind jetzt unterschiedlich. Man kann entweder mit der stärksten Tendenz anfangen zu arbeiten oder sozusagen mit der leichtesten Tendenz. Das ist auch wieder eine Mentalitätsgeschichte, ob wir sehr eine sportliche Natur haben, also mit dem Schwierigsten anzufangen, oder ob wir eher behutsamer vorgehen und mit dem anfangen, was wir eh nicht so viel machen. Das müssen wir auch ein bisschen gucken, was uns da leichter fällt oder wo wir auch eher bereit sind anzufangen. Aber Ziel dieser Praxis, dieser Aufmerksamkeit für unsere Reaktionsweisen ist, den Mut zu fassen, unangenehme Gefühle auszuhalten, weil sie zum Leben dazugehören. Und das wissen wir auch eigentlich alle, vielleicht von therapeutischen Situationen her oder von Lebenskrisen. Wenn wir uns einem unangenehmen Gefühl mal stellen, ist es meistens halb so schlimm, wie wir gedacht haben, dass es wäre. Ich meine, das wissen wir auch alle vom Zahnarzt. Wenn wir da liegen und uns furchtbar dagegen wehren, dass es jetzt gleich weh tut, dann tut es doppelt weh. Also wenn wir dann noch völlig verspannt sind. Und wenn wir uns irgendwie lockern können, ich gehe zurzeit jede Woche zum Zahnarzt. Ich habe wirklich genügend Zeit im Moment, immer wieder zu gucken, wie ich mich verspanne. Ständig, jede Minute, wieder neu. Und immer wenn ich ein bisschen loslasse, tut es weniger weh. Das muss man üben. Das geht nicht von heute auf morgen, das ist klar. Aber Ziel dieser Übung ist, Mut zu fassen, unangenehme Gefühle zu akzeptieren. Jetzt gibt es da weitere Empfehlungen. Wir wissen alle, oder sagen wir mal so, es wird erklärt, dass wir angenehme, unangenehme und neutrale Gefühle deswegen haben, weil Gefühle der Mechanismus sind, wie wir Karma erfahren. So heißt es in den Lehren. Wenn wir von Karma sprechen, wir erfahren karmische Folgen, die Folgen unseres Handelns. So ist der Mechanismus, wie das geschieht, die Gefühlsdimension. Und jetzt mal ganz platt gesagt, angenehme Gefühle sind die Wirkung, die Folge von heilsamem Handeln. Unangenehme Gefühle sind die Folge von unheilsamem Handeln. Und neutrale Gefühle sind die Folge von neutralem Handeln, was also wertfrei ist. Das weiß ich, eine Suppe kochen oder Steine aufschichten, jetzt ohne eine besondere positive oder negative Haltung damit oder einen Plan zeichnen oder sowas, ja, wenn es nicht mit einer bestimmten Motivation verbunden ist. Mir ist klar, das ist ein Riesenthema. Ich erwähne es nur, um einen Hinweis zu geben, in welchem Kontext die Gefühle auch stehen. Die einfachste Art und Weise, dieses heilsame, unheilsame und neutrale Karma zu erklären, ist mit den rigiden Bildern. Wenn ich etwas tue, was mein Festhalten an fixen Vorstellungen über mich, über andere, über Situationen stärkt, was die Bilder rigider werden lässt, wenn ich so handle, wenn ich was mache, was meine Selbstbilder starrer werden lässt oder meine Bilder über andere, dann führt das zu mehr Spannung und das ist Leiden. Und wenn ich etwas tue, mit Körper, Rede, Geist, was dieses Festhalten etwas lockert, gibt es einen Entspannungsprozess und das ist angenehm. Das ist heilsam. Macht es einen Sinn? So erstmal grob. Und wenn wir das jetzt als Hintergrund nehmen, dann verstehen wir vielleicht auch, dass wir eine ganze Menge tun können, um weniger unangenehme Gefühle zu haben und mehr angenehme Gefühle zu haben. Denn wir wissen alle, wenn ich sehr verspannt bin, neige ich eher dazu, unangenehme Gefühle zu haben. Ja? Wenn ich unter Stress stehe, unter Druck stehe,
feste Vorstellungen über mich habe oder über die Situation oder was jetzt passieren soll, unheimlich hohe Ansprüche an mich, an andere, an Situationen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das zu Konflikten führt, dass das zu unangenehmen Gefühlen führt, relativ hoch. Wenn ich entspannter bin, wenn ich in guten Verfassung bin, wenn ich in einer freundlichen Verfassung bin, wenn ich in einer liebevollen Verfassung bin, ist die Chance, dass ich angenehme Gefühle habe, wenn ich höre, rieche, schmecke, empfinde, denke, sehe, ist einfach höher die Chance. Also diese ganz einfache Empfehlung, die der Buddhismus da macht, wenn wir weniger unangenehme Gefühle haben wollen und mehr angenehme Gefühle haben wollen, müssen wir dafür sorgen, dass wir in einer entspannten, offenen, leichten Verfassung sind. Dass wir in einer Umgebung uns befinden, die uns dabei unterstützt, uns zu entspannen, Druck zu reduzieren, fixe Bilder zu reduzieren, überhöhte Ansprüche zu erkennen und loszulassen. Und das ist auch, sagen Sie, die Verantwortung, die wir haben und auch die Möglichkeit, die wir haben, uns Bedingungen zu suchen oder erstmal unsere Bedingungen, unter denen wir leben, anzuschauen, was fördert Verspannung, was fördert Festhalten, was fördert starke, überhöhte Ansprüche an mich und andere und was lockert sie. Und eben Bedingungen zu suchen, die uns helfen, fixe Vorstellungen zu lockern, mich zu entspannen und Bedingungen zu vermeiden oder zu reduzieren, es geht nie 100% von heute auf gleich, die eben Spannung produzieren, Druck produzieren, überhöhte Ansprüche fördern. Es ist der Mechanismus und die Empfehlung, die dazu gehört. Also das sind jetzt einmal zwei Strategien, die ich jetzt beschrieben habe. Sorge dafür, sorgt dafür, dass ihr mehr und mehr entspannt und nicht unter Druck seid. Und die zweite Empfehlung, und fasst dann auch den Mut, unangenehme Gefühle zu akzeptieren, die zum Leben gehören. Und da werden auch welche benannt. Buddhisten benennen ja immer alles schön. Also Alter, Krankheit, Tod, Geburt ist mit Schmerzen verbunden. Ja, also selbst wenn man von außen her ganz viel unterstützt und die besten Bedingungen schafft, Altern ist, wenn der Körper abbaut, die körperlichen Funktionen nicht mehr so einwandfrei ablaufen, das bringt Schmerzen. Ja? Ich meine, wir sind wahrscheinlich alle schon in dem Alter, dass mal der Rücken wehtut und die Knie mal wehtun und Schlafstörungen kommen. Ja? Also Alter, Krankheit, wir alle haben Zipperlein und das bringt unangenehme Gefühle. Das ist sozusagen normal, das gehört zum Leben dazu. Die Idee, die in esoterischen Kreisen oft verkündet wird, wenn du richtig denkst, leidest du nicht mehr, ist laut buddhistischer Auffassung einfach Kappes. Natürlich kann man durch eine realistische Einstellung zum Leben unendlich viel überflüssiges Leiden reduzieren. Aber die Buddhisten sagen, solange du einen Körper hast, solange du in dieser Welt existierst, mit Menschen lebst, mit einem Körper lebst, älter wirst, leidest du an Krankheit, Alter, Tod, an Verlust von dem, was du liebst, an Sehnsucht nach dem, was du gerne hättest, an Angst oder an Angst vor dem, was dir unangenehm ist. Also das wird beschrieben als Leiden, die zum Leben gehören, dass Begegnung zu Trennung führt. Ja, es gibt eben keine, wir sind einfach keine siamesischen Zwillinge. Also die Menschen, die wir lieben, sind keine siamesischen Zwillinge mit uns. Das heißt, wir begegnen uns und wir sind Individuen und wir haben eigene Entwicklungen und irgendwann gehen die Entwicklungswege auseinander und selbst bei Paaren, die 50 Jahre oder 60 Jahre zusammen sind, stirbt halt dann irgendjemand, eine oder einer von beiden. Also das sind Leiden, die gehören zum Leben dazu.
Und es ist ein falscher Anspruch zu denken, wir würden nicht leiden, wenn wir krank sind. Also es müsste eine Möglichkeit geben, einen Trick geben, irgendeine Manipulationsmethode, dass man da nicht leiden muss. Das wäre dem Buddhismus zufolge eine falsche Auffassung. Was wir schaffen können, ist, uns nicht mehr dagegen zu wehren. Und dann ist ganz viel von dem überflüssigen Leiden weg. Und dann gibt es noch einen Schritt, und das ist jetzt der zweite große Komplex zur Überwindung von Angst, aber der ist eigentlich erst möglich, sagen sie im Allgemeinen, wenn man recht erfolgreich in diesem ersten Bereich schon ist. Also wenn man ganz viel überflüssiges Leiden schon losgelassen hat, wenn man ganz viel falsche Vorstellungen schon überwunden hat, wenn man eine ganze Menge überflüssiges Leiden abgebaut hat, also sehr vertraut ist auch mit dieser Art von Arbeit, dann können wir den großen Schritt machen, um alles Leiden aufzuhören oder zu überwinden, aber nicht dadurch, dass es kein Leiden mehr gibt, sondern wie Sie manchmal ganz paradox formulieren, es gibt einen Zustand der Befreiung, der Erleuchtung. Da gibt es zwar noch Leiden, aber keinen und keine, der oder die leidet. Oder es gibt Befreiung, aber keiner oder keine, die sie erlangt. Das bezieht sich auf das Identifizieren mit Ich, mit das Benennen mit Mein. Also zu sagen, ich erlange Erleuchtung oder ich bin erleuchtet. Das ist buddhistischer Auffassung zufolge ein Satz, der einfach nicht stimmt. Also entweder ist Erleuchtung da, dann ist kein Ich-Gefühl in dem Sinne mehr da. Oder es gibt ein Ich-Gefühl, dann gibt es keine Erleuchtung. Ja. Ja. Niemand. Schmerz gibt. Sie sagen einfach, Schmerz existiert. Also ich meine, ich werde heute Abend auch nicht viel dazu sagen, weil ich meine, ich bin selber nicht an dem Ort. Also ich begreife diesen ersten Teil relativ gut intellektuell und habe auch ein paar Erfahrungen damit gemacht. Also überflüssiges Leiden loszulassen, indem ich mich nicht gegen natürliches Leiden wehre, indem ich mich nicht gegen unangenehme Gefühle wehre. Aber auch nur in wirklich entspannten Situationen, unter guten Bedingungen, mit einem sehr offenen Geist. Ja, manchmal auch im Alltag, wenn ich irgendwie relativ wach bin. Das ist ein Bereich, da habe ich Erfahrungen mit. Der zweite Bereich, das Loslassen dieser Identifikation, das ist, ich denke, der zweite große Bereich der spirituellen Arbeit. Also diese Transzendierung der Egozentrik, die Transzendierung des Ich-Gedankens. Ich meine, wenn du jetzt mal ganz genau bist, dann ist jede Art von Schmerz nur wahrnehmbar, weil es die Gefühlsdimension gibt. Und die Gefühlsdimension gehört buddhistischer Interpretation zur geistigen Wahrnehmung. Also, oder auch Jung sagt es, es gibt letztlich nur psychische Eindrücke, die uns irgendetwas sagen. Also selbst wenn ich sage, ich spüre jetzt mit meinem Körpersinn den Boden, das Einzige, was ich spüre, ist Druck. Ja? Ich kann nur sagen, ich kann nicht sagen, ich spüre den Boden. Das ist schon eine Schlussfolgerung. Ich kann nur sagen, ich spüre Druck. Und ich spüre Kälte. Und ich spüre Härte. Und ich spüre was auch immer. Manchmal sagen sie, auch Erleuchtete können an einer Fischvergiftung sterben. Ja? Auch Erleuchtete kriegen eine Beule, wenn denen ein Blumentopf vom Kopf fällt. Also auch Erleuchtete haben körperliche Schmerzen, wenn sie sich verbrennen. Also es gibt, solange ein Körper existiert, unangenehme Gefühle. Das sagen sie, also da sind sie sich, bis auf bestimmte tantrische Schulen, die es wieder anders erklären, sind sich alle Traditionen einig, auch Buddhas haben angenehme, unangenehme, neutrale Gefühle. Und die können von einem körperlichen Zustand herrühren oder von einer seelischen, also von einer emotionalen, geistigen Haltung. Aber
Erleuchtete wehren sich nicht mehr dagegen. Also wir haben nicht unsere zwanghaften Reaktionen, unsere zwanghafte Abwehr von Leiden. Oder unsere zwanghafte Angst, dass angenehme Gefühle aufhören. Das ist ja jetzt der nächste große Bereich von Angst. Einmal die Angst vor Schmerz und dann die Angst, dass angenehme Gefühle aufhören. Also die praktische Anleitung oder die praktische Empfehlung der Buddhisten ist, zuerst gucken, beobachten, wahrnehmen, was ist überflüssiges Leiden in meinem Leben. Und das ist das sich wehren gegen unangenehme Gefühle oder die Angst, der zweite Bereich, dass angenehme Gefühle aufhören. Und es geht, indem wir lernen, diesen Mechanismus wahrzunehmen, angenehme, unangenehme, neutrale Gefühle und Reaktionen darauf, dass wir das langsam durch meditative Arbeit auseinander puzzeln können. Und durch die Einsicht, dass zum Leben eben angenehme, unangenehme, neutrale Gefühle gehören. Macht das soweit erstmal Sinn? Also ist ja einfach die These des Buddhismus. Und der zweite riesige Schritt, um sozusagen das Leiden, was dann also mit Leben verbunden ist, aufzulösen, was in dem Sinne nicht überflüssig ist, das ist der Schritt der Transzendierung des, im buddhistischen Jargon, Ego heißt es, was eigentlich eine schlechte Formulierung ist, denn es ist die Übernahme des englischen Begriffs. Es hat damit zu tun, dass wir so viel buddhistische Literatur aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt haben. Dann haben wir den Begriff Ego, was im Englischen einfach psychoanalytisch Ich heißt, übernommen. Aber das ist nicht das, also es ist nicht der Egoismus nur gemeint, den es zu transzendieren gilt, sondern dieses, warum ich, also wenn ich mir den Finger schneide, dieses Dramatisieren, warum passiert mir das? Es ist ein schwieriges Thema. Und ich fühle mich da auch sehr begrenzt wohl bei Erklärungen, weil ich einfach selber da nicht so viele Erfahrungen mit habe, was es heißt, das Ich zu transzendieren. Überwinden. Aber jetzt nicht im Sinne von wegwerfen, sondern auf eine andere Ebene heben. Denn ich meine, natürlich gibt es auf einer konkreten Ebene Unterschiede zwischen uns. Ja, ich bin nicht du. Ja, also wir sind unterschiedliche Individuen mit einer unterschiedlichen Biografie, mit einem unterschiedlichen karmischen Zusammenhang. Aber die Buddhisten sagen, dass wir deswegen so viele Probleme haben, weil wir übertreiben. Vielleicht einfach gesagt. Wir übertreiben und bauen Bilder auf über uns und andere. Ich müsste so sein, du müsstest so sein, die Situation müsste so sein, du solltest so sein. Einer meiner Lehrer macht es immer so sehr deutlich und er sagt, wir haben das Gefühl, alles, was existiert, existiert sozusagen mit einem schwarzen Strich drumherum. Ja? So. Also, du bist die Karin und die Karin ist so. Und die macht Yoga und die hat ein Kind und die Karin ist so. Ja? Und ich bin so. Und du bist so. Und dieses Zentrum ist so. Also wir haben eine Neigung, bei allem, was wir kennen, es so zu machen. Irgendwie einzukästeln. Und das nennen die Buddhisten Festhalten an Selbstexistenz als philosophischen Begriff. Und meinen aber damit dieses Festschreiben von allem, was es gibt, auf so ist es. Ich meine, wir machen das nicht immer mit dieser Gestik, aber ich ärgere mich jedes Mal, wenn die Mine von diesem Druckbleistift abkracht. Die bricht oft ab, weil ich ein bisschen einen festen Schreibstil habe, ja, ein bisschen festen Händedruck habe. Und ich denke einfach immer, diese Druckbleistiftminen, die sollten nicht brechen. Obwohl ich ihn jetzt schon ein Jahr habe, jedes Mal merke ich so einen kleinen Ärger, wenn der abbricht. Das heißt, ich habe einfach ein festes Bild, wie dieser Druckbleistift sein sollte und habe immer noch nicht kapiert, dass die Stärke des Druckbleistiftes oder der Mine und der Druck meiner Hand
dass da zusammen was entsteht. Versteht ihr den Punkt? Und das Gleiche ist es mit uns. Also wir haben alle Erfahrungen von uns, wie wir mit bestimmter Arbeit umgehen, wie wir mit bestimmten Leuten umgehen, wie wir mit unserer Wohnung umgehen. Da haben wir Erfahrungen mit, aber dann haben wir auch noch Ansprüche, wie das eigentlich sein soll. Zwar gehe ich mit der Arbeit so und so und so rum, und ich habe diese Woche wieder meine Wohnung nicht gekehrt, und eigentlich müsste ich da aufräumen, und eigentlich sollte das so sein, und eigentlich müsste ich das heute noch erledigen, und eigentlich hätte ich das gestern schon erledigen sollen, und endlich sollte ich auch mal meinen Mantel zur Reinigung bringen, und eigentlich sollte ich das, und eigentlich müsste ich meiner Mutter noch, und so weiter. Das heißt, wir haben dauernd Ansprüche an uns, an Situationen, an andere. Und sind unglaublich halsstarrig. Und je mehr wir unter Druck sind, desto mehr. Statt, wie die Buddhisten empfehlen, wenn wir Erfahrungen machen, und diese Erfahrungen passen nicht zu den Vorstellungen, die wir haben, dann empfehlen die Buddhisten, dass wir dann die Vorstellungen ändern. Und nicht den Druck auf uns erhöhen, was wir normalerweise machen. Uns emotional aufplustern und den Druck erhöhen. An uns, an andere. Kennt ihr den Mechanismus? Es scheint aber schwierig zu sein, denn obwohl das leicht zu kapieren ist, ich meine, diese Grundthesen des Buddhismus sind ja nicht so schwer zu verstehen, finde ich. Ich finde die sehr logisch und sehr einleuchtend und praktisch, aber ich finde sie unglaublich schwer umzusetzen. Und da sagen die Buddhisten wieder, das hat mit unseren Gewohnheiten zu tun. Und das ist jetzt ein nächster Punkt, den ich beim Thema Angst und Schmerz ansprechen wollte. Es reicht nicht, wenn wir diese Mechanismen verstehen. Wir brauchen eine ganze Menge Zeit und eine ganze Menge Vertrautheit und Übung, um anders handeln zu können. Weil wir so vertraut sind mit zwanghafter Angst. Das ist einfach auch eine Gewohnheit. Wir haben uns daran gewöhnt, fixe Vorstellungen zu haben über uns in anderen Situationen. Wir denken, das ist so, die ganze Umwelt bestärkt uns darin und dann machen wir das halt. Und wenn wir jetzt begreifen, dass das nicht so produktiv ist, können wir das aber trotzdem nicht sofort abstellen, weil die Gewohnheit so stark ist. Und da müssen wir ganz viel Fantasie entwickeln und wir brauchen auch ein gutes Umfeld, was uns dabei unterstützt, unsere Angstmechanismen zu entdecken und andere Herangehensweisen ans Leben zu entwickeln und vor allen Dingen Mut zu entwickeln, Vertrauen zu entwickeln, Selbstvertrauen zu entwickeln, dass wir Schmerzen aushalten können, dass wir unangenehme Situationen kreativ bearbeiten können. Ich meine aushalten nicht so, sondern ich meine, zum Wetter gehört Regen und Kälte und Schnee und Eis. Wenn ich Vertrauen habe, dass ich intelligent genug bin und kreativ genug bin, dass ich mit dem Wetter umgehen kann. Ja, selbst wenn der Regen an meinem Geburtstag, wo ich eine große Party im Garten feiern will, kommt, dann bringt es einfach nicht viel, wenn ich wie ein Mäuschen dann da sitze und denke, Scheiße, und die ganze Welt verbündet sich gegen mich und nicht mal der Kosmos ist für mich und es regnet an meinem Geburtstag und es passiert halt immer mir und es ist alles ganz schrecklich. Ich meine, das ist eine Möglichkeit der Reaktion. Dann kann ich auch, wenn es einmal passiert ist, nächstes Mal wieder Angst, oh Gott, hoffentlich passiert es nicht wieder wie letztes Jahr, das war doch furchtbar. Und wenn es dieses Jahr wieder, dann kann man sich hochspulen und irgendwann hat man eine Angststruktur und wir haben ja alle sicher Verwandte oder Bekannte, die so Angststrukturen haben, oh Gott, und wenn ich jetzt auch noch arbeitslos werde, und wenn es mit der Versicherung nicht klappt, und wenn. Die ständig so Horrorszenarios entwerfen. Ich meine, ein Großteil der Linken hat diese Gewohnheit auch. Die haben ganz stark sowas, oh Gott, und wenn nicht, und dann der Regenwald, und dann noch die Klimakatastrophe, und. Also Horrorszenarios zu entwerfen, was alles passieren könnte, wenn alles wirklich schief läuft. Was die Buddhisten empfehlen, ist, ganz realistisch zu sein, was Leben bedeutet. Also zum Leben gehört Leiden. Und zu einer Welt, die existiert, gehören auch Krisen. Die natürlich Menschen verursacht, aber Menschen sind halt auch unwissend und unvernünftig und uneinsichtig. Und
ungeschickt und einfach dumm und deswegen machen sie Mist. Und deswegen gibt es Konflikte. Also es wäre auch wieder naiv und kindlich zu sagen, alle Menschen sollten gut und intelligent und uneigennützig und sonst was sein. Das Einzige, was wir tun können, ist, in unserem Leben dafür zu sorgen und mit den und den Einfluss, den wir haben, auf andere zu nutzen, dass ein positiver Einfluss ausgeübt wird. Dass wir eine positive Ausstrahlung haben. Dass wir dazu beitragen, dass weniger Habgier, mehr Verantwortung, mehr Einsicht, mehr Geduld, mehr Liebe und so weiter in dieser Welt existieren. Und das ist natürlich eine These, und die muss man erstmal überprüfen am eigenen Leib und wahrscheinlich das ganze Leben lang. Die These, wir haben prinzipiell Klarheit und Kreativität und Intelligenz besitzen wir, um mit allen Schwierigkeiten umzugehen. Das ist die buddhistische Grundthese. Alle Menschen sind im Grunde genommen klar und liebevoll und kraftvoll und intelligent genug, mit allen Problemen kreativ umzugehen. Wobei das nicht unbedingt immer ein Honigschlecken ist und ein Paradies und so weiter. Ja, Schlafenland und sonst was. Das sind alles Fantasien von Menschen, die Leiden nicht haben wollen. Also es ist keine einfache Lehre. Es sind keine einfachen Thesen, die der Buddhismus macht. Ich finde ihn sehr realistisch, aber auf der anderen Seite auch wieder sehr mutig. Also dass man selbst in ganz schwierigen Situationen was machen kann. Und ich meine, ich freue mich immer wieder, wenn ich Berichte aus diesem jugoslawischen Hexenkessel lese, dass irgendein kleines Dorf es schafft oder eine Kleinstadt mit allen Parteien sich an einen Tisch zu setzen und ihr Sozialwesen aufrechtzuerhalten, ohne dass sich die Muslims und die Kroaten und die Serben abschlachten gegen. Ich denke, es ist immer noch besser, als Fernseher anzuschalten oder einen Kühlschrank leer zu futtern. Aber ich merke schon, dass ich oft keine Lust habe, das auszuhalten im Moment. Ja, genau hinzugucken, selber zu gucken. Aber ich weiche oft auf buddhistische Theorie aus. Das finde ich einfach. Ja, Biografie. Das ist wieder Schuldzuschieben. Das wäre wieder eine Schuldzuweisung. Wo du dich eigentlich mit einer vorläufigen Erklärung zufrieden gibst. Naja, gut, ich bin halt so. Oder Astrologie, wunderbar. Ich habe halt einen Saturn drin seit dem Moment. Es geht halt alles schief. Ja? Das ist. Wenn du das mit der Haltung machst, dass du einen Konflikt, der in dir ist, also jetzt psychologisch das begreifst, ist das in Ordnung. Aber weißt du, ich denke, es gibt auch diese exoterische Interpretation von Astrologie oder dieses äußerliche, esoterische, naja, das ist halt der Saturn, der pfuscht im Moment in meinem Leben rum. Oder das ist halt der Pluto, der ist einfach im Moment außer Rand und Band bei mir, deswegen geht es mir so schlecht. Ja? Ich meine, ich weiß natürlich auch, dass bestimmte Mechanismen, die ich habe, in meiner Kindheit stabilisiert wurden durch mein Elternhaus. Klar, das sind ja Konstellationen, die Wirkung haben. Aber ich glaube halt auch, dass ich damit was zu tun habe. So, also dass ich da auch meinen Anteil mitgebracht habe, ist auch wieder eine Erklärung. Mein Karma ist auch letztlich ein Erklärungssystem, was uns eigentlich motivieren soll, Schmerzen auszuhalten. Ich meine, das ist auch nicht besser letztlich als Astrologie oder sonst irgendein Erklärungszusammenhang. Vielleicht ein bisschen präziser und vielleicht ein bisschen umfassender, ein bisschen vielschichtiger. Aber letztlich ist es auch nur ein Erklärungssystem, was eigentlich uns unterstützen soll, das, was jetzt passiert, anzunehmen. Also ich meine, wenn ich sage, alles, was mir zustößt, habe ich selber verursacht. Also muss ich mich dem stellen, was jetzt passiert. Das ist nur eine Erklärung, die mich motivieren soll, es anzugucken. Und es anzunehmen, dass es mir passiert. Und nicht, ja, wenn es meine Mutter nicht so gewesen wäre, mein Vater nicht so gewesen wäre, dann würde mir das jetzt nicht passieren. Und wenn ich in einem anderen Land geboren wäre und in Italien und nicht in Deutschland, dann wäre ich nicht so penibel. Oder wenn, bla bla bla.
Das ist alles eine Abschiebe. Alles ein Versuch, meine jetzige Lebenssituation wegzuschieben. Wenn die Umwelt etwas gesünder wäre, dann hätte ich keine Allergie und dann müsste ich nicht immer so niesen im Frühling. Versteht ihr den Punkt? Das heißt nicht, dass es toll ist, dass die Umwelt vergiftet ist. Überhaupt nicht. Nur der Punkt ist, wenn ich eine Allergie habe, habe ich eine Allergie. Dann muss ich damit umgehen. Und die Hilfe, die der Buddhismus da bietet, ist eben, du wirst schon deine karmischen Beiträge geleistet haben dafür, dass du jetzt in dieser Welt lebst, wo die Luft so vergiftet ist und das Wasser und die Erde. Das ist dann die Hilfe, die Hilfestellung, die der Buddhismus leistet, indem er sagt, ein kompliziertes Erklärungssystem liefert, warum du mit dazu beigetragen hast, dass du jetzt lebst. Aber wenn ihr bereit seid, die Verantwortung für eine Situation zu übernehmen, dann braucht ihr das gar nicht. Versteht ihr, was ich sagen will? Also letztlich braucht ihr diese karmischen Erklärungen auch nicht. Die braucht ihr nur, wenn sie euch motivieren, euch mit dem, was passiert, auseinanderzusetzen. Also wenn ich manchmal keine Lust habe, mich in einer Situation, ist wirklich mein Bier, dann will ich dann doch wieder diese blöden Buddhisten mit ihren konservativen Interpretationen, das ist ja schrecklich, oder irgendwann mich irgendwas ärgert, dann hilft mir der Gedanke, ich muss meine karmischen Beiträge geleistet haben, ich muss Ursachen geschafft haben, dass ich mit diesen Leuten jetzt an diesem Tisch sitze. Das hilft mir dann, die Situation zu akzeptieren. Versteht ihr, was ich da sagen will? Also denkt jetzt nicht, Karma ist die Lösung. Und ihr müsst jetzt ganz viel Literatur über Karma lesen, damit ihr versteht, warum die Welt so ist, wie sie ist. Das ist wieder Ablenkung. Dann muss ich erstmal die 50.000 Bücher über Karma studieren, wo immer alles schön erklärt ist und wer die Wahrheit spricht, kriegt eine schöne Stimme und wer lügt, wird hässlich oder wer ungeduldig ist, wird hässlich oder so Zeug. Da gibt es Auflistungen, da kann man sich drin ergehen oder davonlaufen. Der Punkt ist, ihr müsst akzeptieren, dass es Leiden gibt und wenn ihr klug seid, vermeidet ihr überflüssiges Leiden, indem ihr euch nicht dagegen wehrt. Und dann guckt er darauf, dass ihr relativ entspannt und wach und nicht so sehr unter Druck seid, weil je entspannter und wacher ihr seid, desto weniger lauft ihr Gefahr, dauernd unangenehme Gefühle zu haben. Zum Beispiel, also sie sagen zum Beispiel jetzt in der Sprache des Buddhismus, wenn du dafür sorgst, durch dein Leben, durch deine Umstände, durch deine Art zu denken, dass du immer weniger rigide festhältst, dass du immer mehr loslässt. Also jetzt buddhistisch gesprochen, schaffst du damit heilsames Karma und heilsames Karma wirkt sich als angenehme Gefühle aus. Das heißt, dann hast du irgendwann eher angenehme Gefühle und weniger unangenehme Gefühle. Ich meine, das bedeutet, das unangenehme Gefühl sich anzugucken, aber nicht daran zu arbeiten, mit dem oder so quasi das kann stehen zu lassen, die anzugucken, auszuhalten, aber auch nicht verändern. Ja, ich meine, wenn du, weißt du, die Idee ist, wenn ich nicht zwanghaft immer mit Abwehr reagiere auf unangenehme Gefühle oder zwanghaft mit Angst reagiere, wenn ich angenehme Gefühle habe, dass sie vielleicht gleich wieder aufhören, dann habe ich unendlich viel mehr Raum mit den Bedingungen, die ich erfahre, kreativ umzugehen, weil ich nicht so reagiere, sondern dann kann ich die Blumen wirklich genießen oder dann kann ich auch Menschen, die ein bisschen komisch sind, kann ich dann irgendwie vielleicht etwas neugierig betrachten, meine Güte, das ist ja interessant, was die Person alles so sagt oder wie man das auch noch sehen kann, statt abwehrend auf eine andere Meinung zu reagieren. Dann hast du plötzlich mehr Möglichkeiten, dich zu freuen und das ist ja auch das, was diejenigen so fasziniert, die mit hochentwickelten Wesen zu tun haben, mit deren, die sind zum Teil sowas von entspannt und haben eine kindliche Freude an diesem und jenem. Das ist einfach schön. Das ist einfach schön zu sehen. Sie regen sich nicht auf, und wenn der Zug ihnen vor der Nase wegfährt, dann fährt der Zug eben ihnen vor der Nase weg. Und dann müssen sie halt noch eine Nacht ins Hotel oder nochmal zurückfahren, 4 Stunden mit dem Auto und am nächsten Morgen wieder 4 Stunden. Ja, mei, es ist nicht das Ideale, aber so ist das Leben.
Und im Leben verpasst man halt mal Züge. Da muss man nicht ein Drama draus machen und das alles dramatisieren, ist auch eine Reaktion, die ist sehr beliebt. Aus einer kleinen Mücke einen riesen Elefanten zu machen, damit sich der Ärger auch lohnt. Sehr beliebt. Ich meine, das ist wirklich sehr beliebt, diese Reaktionsweise. Oder runterspielen. Naja, macht da überhaupt nichts. Weil man es auch nicht ertragen kann, dass es unangenehme Gefühle gibt. Aber du hast schon den Mechanismus gemerkt. Du hast einen Mechanismus gemerkt. Ja. Und das ist genau das, das kenne ich. Und das wird viel häufiger passieren, wenn man guckt. Dann merkt man, ich bin wieder in einem Muster drin. Ich spule mich jetzt auf. Ich rede mich jetzt in der Angst rein. Und dann auch sowas, und wenn ich es nicht schaffe, nächsten Monat arbeitslos zu werden, übernächsten Monat, und im halben Jahr immer noch nicht arbeitslos, dann muss ich immer, dann macht man es einfach im Geiste immer größer. Und statt zu sagen, okay, das ist eine schwierige Situation, jetzt muss ich mal gucken, was mache ich damit. Und ich meine, das ist natürlich auch nicht so leicht, dieses Vertrauen zu entwickeln. Da gehört auch Lebenserfahrung zu. Dass sich die Situationen richten, wenn wir wirklich Energie reingeben. Also, dass sich letztlich unsere Wünsche erfüllen, wenn wir wirklich mit unserer Existenz dahinterstehen. Und ich, naja, ich würde eigentlich gerne nicht arbeiten, aber eigentlich würde ich natürlich auch doch gerne arbeiten, denn dann habe ich nämlich Geld. Also diese ständige Wahrheit in uns, die ist eigentlich das, was das Leben schwer macht. Ja, eigentlich würde ich am liebsten arbeitslos sein, aber eigentlich würde ich doch auch lieber wieder Geld haben und die Sicherheit, die ein Job mir bietet und das feste Gehalt, dann ist so eine Zweispitzigkeit da. Ja, sagen wir immer, mit einer Nadel mit zwei Spitzen kann man nicht nähen, sagen sie immer bei den Buddhisten. Und wenn man zwei unterschiedliche Sachen will, das geht nicht. Ich kann nicht die Sicherheit eines Beamtenjobs mit Pensionsberechtigung und die Freizügigkeit einer arbeitslosen Existenz gleichzeitig haben. Das geht irgendwie nicht. Also ich muss auch gucken, was ist mir wirklich der Wert. Das ist auch ganz viel überflüssiges Leiden, was wir uns dadurch schaffen. Indem wir einander entgegengesetzte Dinge wollen, aber uns das nicht klar machen. Und dann eben so in Halbheiten verstrickt bleiben. Vielleicht muss man das aber auch akzeptieren. Also dass es irgendwie Heilung ist, wenn ich mich nicht entscheiden kann, weil das wäre ja wieder das nächste Problematik, Entscheidungen treffen oder nicht. Ja. Wenn das nicht so krass ist, dann muss ich vielleicht einfach ganz anders versuchen, es ist eben heil, kann das jetzt nicht entscheiden. Ja. Aber weißt du, wenn du dann zum Beispiel, also angenommen, nehmen wir das ja mit der Arbeit. Ich habe eine Arbeit, die mir eigentlich nicht so toll gefällt, möchte eigentlich lieber nicht arbeiten, habe aber Angst vor diesem Sprung in die Selbstständigkeit oder in die Arbeitslosigkeit oder in die Entlassung oder so weiter. Wenn ich mir klar mache, dass ich unentschieden bin, kann ich mit weniger Widerstand in der Arbeit bleiben und sagen, ich warte einfach noch, bis sich für mich geklärt hat, was ich machen will. Dann habe ich nicht mehr diesen dauernden Widerstand. Ich will aber da nicht hin und ich will da nicht arbeiten, sondern ich weiß, mein Sicherheitsbedürfnis hält mich da. Oder die Angst vor der Leere. Die ist einfach noch so groß, ich kann das noch nicht gestalten oder traue mir das noch nicht zu. Dann ist der Widerstand gegen diese Arbeit geringer, wenn uns das klar ist. Natürlich gibt es tausend Situationen, wo ich mir auch nicht entscheiden kann. Soll ich nur oder soll ich nicht? Aber wenn ich das weiß, dann leide ich nicht mehr so drunter. Und was natürlich ganz, ganz wichtig ist, ich meine, wenn ihr diese Ängste so spürt, dass ihr nicht denkt, ihr könnt die sofort abstellen, sondern
wirklich die ersten Jahre, denke ich fast, in so einer meditativen Praxis, sind dazu da, dass wir die Mechanismen angucken, dass wir so Sachen merken. Und dann ist natürlich auch eine wunderbare Erfahrung, dass wir merken, wir bleiben nicht so lange in solchen Denkmustern stecken, sondern wir merken sie. Und zwar, das ist meine Beobachtung, dass die Dauer, also der Zeitraum, in dem ich mich so völlig identifiziere mit meinen Gedanken, der wird kürzer. Also ich merke schneller, da ist wieder ein Mechanismus am Laufen. Und das ist schon unglaublich toll. Also zu merken, du hängst eben nicht 4 Wochen oder 3 Wochen oder 5 Tage oder 10 Stunden in so einem Mechanismus drin, sondern kürzer. Ja, das ist irre. Also ich bin da wirklich manchmal völlig glücklich drüber, obwohl das Problem überhaupt nicht gelöst ist und der Mechanismus ist weiterhin da und macht mir Schwierigkeiten. Aber ich bin jetzt glücklich, wenn ich das so merke und nicht mehr, ich bin das, sondern das ist auch ein Schritt hin zur Überwindung dieses Ich-Denkens, dass ich merke, das ist einfach ein Mechanismus, das bin nicht ich. Ja, das ist nicht das, was mich ausmacht, sondern das ist ein angelernter Mechanismus. Ja. Und das ist wirklich unglaublich, ich finde es unglaublich befreiend. Das gehört trotzdem natürlich zu mir, zu meinem Leben dazu, aber nicht mehr so. Also erst hast du einfach die Angst gehabt, oh Gott, und was mache ich nur? Und im Herbst muss ich immer noch arbeiten, das ist ganz schrecklich. Dann bin ich eins damit. Völlig aufgescheucht. Das hat dich. Und wenn du merkst, aha, was läuft denn hier wieder für eine Platte ab? Aber die kenne ich doch. Dann ist es nicht mehr so mächtig. Aber es ist verstehen wollen, warum das passiert. Ja. Irre, gell? Ich denke, es hat mit unserer mentalen Fixierung zu tun, dass wir so stark auf dieser mentalen Ebene leben, dieser gedanklichen. Und auch die ganze Gesellschaft, ich meine, die ganze naturwissenschaftliche Tradition, auch unsere philosophische Tradition, lebt ja davon, alles zu erklären. Ja, unsere Philosophie versucht zu erklären, Psychoanalyse ganz stark, die Naturwissenschaft, die Naturgesetze, diese ganze alte Welt, wie dieses dreidimensionale Weltbild von Philosophie, Religion, Physik, die versuchen ja alle zu erklären und alle mechanisch zu erklären. Das Problem, aha, die Ursache ist hier. Und zu kapieren, dass das eigentlich eine Vermeidungsstrategie ist, das finde ich unglaublich hilfreich. Also wirklich, es gibt, ist die These vom Buddhismus, es gibt keine monokausalen Erklärungen. Das ist einfach Kleinkinderglaube. Das ist echt Menschenwerk. Das hat sich jemand ausgedacht. Und ich meine, wir sind alle alt genug, dass wir verschiedene Lebensphilosophien schon hatten und unser Leben nach unterschiedlichen Ideen strukturiert haben, nehme ich mal an. Ja? Vielleicht mal eine Zeit lang linkes Weltbild und dann ein bisschen psychoanalytisches Weltbild und dann vielleicht so ein bisschen esoterisch und ein bisschen astrologisch und ein bisschen, ja? Nehmen wir an, dass wir alle so Erfahrungen mit so Erklärungsansätzen gemacht haben. Und irgendwann zu kapieren, das sind alles Versuche, die ganz hilfreich sind, aber sie sind nicht das ganze Bild. Und ich muss ehrlich sagen, obwohl ich Ken Wilber manchmal ein bisschen platt finde. Ich finde seine Arbeit schon ganz hilfreich, um das zu verstehen. Ken Wilber, habt ihr mal gelesen? Ken Wilber, Halbzeit der Evolution oder das Atman-Projekt oder der hat in den letzten 10 Jahren, das bekannteste Buch von ihm ist über die letzten Jahre mit seiner Frau, die an Krebs gestorben ist, Mut und Gnade, das ist das bekannteste Buch von ihm. Ich finde es wirklich schön. Ja. Aber sein Ansatz ist halt so, dass er versucht, die ganzen Bewegungen, die es gibt, von psychologischen Richtungen angefangen, bis hin zu den spirituellen, sozusagen jeweils den Erklärungsansatz beschreibt und wo sie sozusagen nur einen Teil des Bildes sehen. Und dann vergleicht das auch noch so schön, also wo Erik Homburger Eriksen vom Ich spricht,
das bezeichnen die Buddhisten als das und das bezeichnet die hinduistische Philosophie als das. Also es ist für Leute, die gerne denken und sich mit allen möglichen Philosophien beschäftigt haben, ist es ganz interessant, so mal zu lesen, aber man kann es auch lassen. Denn das Fazit von ihm ist, alle haben nur einen Ausschnitt von Wirklichkeit und die Wirklichkeit ist größer. Und wenn man das irgendwann mal kapiert, dann nimmt dieser Druck auch ab, alles verstehen zu müssen. Weil du irgendwie kapierst, ich kann das gar nicht verstehen auf dieser Ebene. Ich verstehe was nicht, wenn ich 20 Erklärungen aneinanderreihe. Und die analytische, und die astrologische, und die karmische, und die sozialpolitische, und die ökonomische. Und das macht das Problem nicht deutlicher, wenn ich die Erklärungs Ansätze nebeneinander reihe. Es gibt, ja, du kannst spüren, dass irgendwie, ja, ich finde diesen Begriff vom bedingten Entstehen schön. Alles, was es gibt, entsteht aufgrund bestimmter Bedingungen, existiert eine Weile und hört wieder auf zu existieren, wenn die Bedingungen dafür nicht mehr gegeben sind. Also alles kommt und geht und kommt und geht und kommt und geht und kommt und es bezieht sich auf die Stimmung, die wir alle in den letzten anderthalb Stunden erlebt haben. Da geht es auch so. Da wird was gesagt und dann kommt eine Erinnerung dazu und dann habe ich eine bestimmte Einsicht, habe ich ein Gefühl damit und dann kommt wieder was und da fällt mir wieder was dazu ein und dann guckt jemand und dann nimmt es in meinem Rücken und es wirkt alles mit. Und dann zirpen die Vöglein draußen und irgendwie ist ein Sommertag, es ist noch ein bisschen Licht und es wirkt auch alles mit. Und was wir heute gegessen haben und was wir erlebt haben und was wir vorher gemacht haben, alles wirkt mit und gestaltet diese Situation. Und dann ist die Situation da, mit dem 10 gehen wir wieder nach Hause. Dann sind die Bedingungen für diese Situation vorbei. Und so ist das ganze Leben. Und so ist jede Situation. Und so ist jede Stimmung, das ist jedes Gefühl. Und nichts ist so. Und wenn man das kapiert, so ein bisschen, und ich denke, es ist immer eine Annäherung, wird das Leben leichter. Weil dann auch so eine Offenheit da ist, ich weiß nicht, was passieren wird, aber ich werde schon was draus machen. Das Bestmögliche draus machen, aus jeder Situation. Ob jetzt die U-Bahn stehen bleibt, oder habe ich das euch schon erzählt, vor 14 Tagen? Nee, kann ich nicht. Habe ich hier noch eingekauft und ich musste zur Schule und ich hatte 12:15 Unterricht und steige um 11:45 in mein Auto rein und will es anlassen und trete auf ein Gaspedal und es geht einfach durch und der Gaszug war gerissen. Dann stehe ich in der Stadt und das Auto springt nicht an, ich kann es nicht reparieren und ich habe Schule. So, dann ist einfach ein Moment, ist wie BOM! Und nun? War ich 5 Minuten völlig aufgeregt, Schweißausbrüche, 1000 chaotische Gedanken. Und dann ist das so, lege ich einen Zettel ins Auto, dass es kaputt ist, fahre mit dem Taxi in die Schule und erkläre das nachher, wenn der Unterricht vorbei ist. Dann habe ich einen Kopf dafür. Jetzt habe ich keinen. So, also. Das Leben ist halt so, dass es nicht immer, die Autos bleiben stehen und die Züge bleiben eben auch mal stehen und U-Bahnen fallen aus und Wohnungen werden gekündigt und Jobs werden auch gekündigt und meinen idealen Job gibt es nicht und manche Jobs werden nicht gekündigt. Ja? Das gehört zum Leben. Und es gibt, so wie ich es verstehe, keine spirituelle Praxis, keine spirituelle Übung, die das beseitigen kann. Und so wie ich den Buddhismus verstehe, ist, solange wir versuchen, mit Hilfe einer spirituellen Praxis, das Leben so zu manipulieren, dass es kein Leiden mehr gibt, sind wir sozusagen auf dem weltlichen Trip. Es ist kein spiritueller Weg. Da versuchen wir zu manipulieren, jetzt mit, es gibt ja magische Ebenen, nicht? Man kann ja zaubern und so, es kann alles Mögliche machen, wegmeditieren und so, positives Denken, alles so ein bisschen verkleistern mit so einer rosaroten Wolke. Man kann versuchen, die Welt zu manipulieren. Und es geht in begrenztem Maße. Aber es ist kein spiritueller Weg. Der spirituelle Weg ist, das Leben so zu nehmen, wie es ist, mit
angenehmen und unangenehmen Gefühlen und das Beste draus machen. So verstehe ich den Weg. Und wenn man das jetzt versucht anzuwenden auf Angst, auf Ängste, es ist wunderbar, wirklich. Ja, dann merkt man irgendwann, es ist wirklich, Ängste sind Einbildung. Ängste sind Vorstellungen, sozusagen, was die Versicherungsgesellschaften immer machen. Ängste sind eigentlich Hochrechnungen von der derzeitigen Situation auf die Zukunft. Indem man entweder das Negative dramatisiert oder irgendwelche Sehnsüchte ausspinnt, die man aber gar nicht realisieren kann, denkt man und so. Angst ist immer eine Hochrechnung auf Zukunft und ein sich nicht zutrauen, dass wir was können, sich ohnmächtig fühlen. Und eine ganz praktische Hilfe, die der Buddhismus immer gibt, ist, um Zugang zu unserer Lebendigkeit zu finden, zu unserem Mut, zu unserem Vertrauen, zu unserer Kraft, zu unserer Intelligenz, ist der beste Weg, dass wir unseren roten Faden finden im Leben. Dass wir an dem ansetzen, was wir können, was wir gerne machen, was uns Freude bereitet, was uns inspiriert und dem versuchen, mehr Raum zu geben im Leben. Dann kriegen wir Mut, dann kriegen wir Selbstvertrauen, dann kriegen wir Kraft und können mit dem Leben umgehen. Und ich würde jetzt vorschlagen, dass wir eine ganz kurze Pause machen, dass ihr euch nochmal einen Moment bewegt und ich dann zwei Meditationen leite, die eine zum roten Faden und die andere zu unserer Angststruktur. Und vielleicht mache ich es umgekehrt, dass wir mit dem roten Faden enden. Da ein bisschen. Ja? Okay. Und dann richten wir die Aufmerksamkeit zuerst auf unseren Kontakt mit dem Boden. Wir spüren die Stellen, wo wir den Boden berühren, die Unterlage. Spüren die Festigkeit und Stabilität der Erde, die uns trägt. Dann spüren wir die festen Bestandteile im Körper, die Knochen, das Gewebe, Muskeln und Sehnen. Und die Haut, die uns zusammenhält, all die Energien, all die Bestandteile, die unsere Energie in Form halten, die eine Form geben. Wir spüren, wie wir sitzen, wie ein Berg. Kraftvoll und stabil, geerdet. Immer wenn wir uns nicht geerdet fühlen oder ohne Kraft, abgehoben, instabil, dann können wir die Aufmerksamkeit auf die festen Dinge in der Außenwelt richten, auf die Erde, die uns trägt, oder einen Baum, einen Tisch, eine Wand. Wir können die Aufmerksamkeit auf die festen Bestandteile im Körper richten.
Durch diese Aufmerksamkeit merken, dass wir in der Lage sind, Festigkeit zu empfinden, zu spüren. Und das kann uns hinführen zu unserer inneren Stabilität und Festigkeit, wo wir uns kraftvoll, geerdet, stabil fühlen. Und dann richten wir die Aufmerksamkeit auf den Raum zwischen uns, um uns herum in diesem Zimmer. Und den Raum draußen, unter und über den Wolken. Den offenen, weiten Raum, in dem alles Platz hat, was es gibt. Ob wir es mögen oder nicht, ob wir es kennen oder nicht. Im offenen Raum hat alles Platz. Und dann richten wir die Aufmerksamkeit auf die Hohlräume im Körper. Den Mundraum, den Nasenraum. Die Kehle. Den Lungenbereich. Becken und Bauch. Und immer wenn wir uns eingeengt und unter Druck fühlen, wenn wir hadern mit uns und den anderen, können wir die Aufmerksamkeit auf den Raum richten, um uns herum, und auf die Räume im Körper. Wir merken, dass wir in der Lage sind, Raum zu empfinden. Und das kann uns hinführen zum inneren Raum, zur offenen Weite unserer Wahrnehmung, zur Weite und Offenheit unseres Geistes, zu der Offenheit, in der alle Empfindungen, Gefühle, Gedanken, Bilder, Sinneswahrnehmungen aufsteigen, eine Weile bleiben und wieder verschwinden, wenn die Bedingungen dafür nicht mehr gegeben sind. In dieser Verfassung geerdet und mit einem Gefühl von Raum wenden wir die Aufmerksamkeit unseren Ängsten zu, dem ersten Schritt. Schauen wir, was uns in den letzten Tagen oder Wochen Angst gemacht hat, welche Ängste wir erlebt haben. Und schauen uns einfach an, was uns da an Erinnerungen kommt, an Situationen,
Bildern, Gedanken. Und dann können wir uns eine Situation nehmen und die ein bisschen genauer anschauen. Eine Situation, wo wir Angst hatten. Und wir lassen sie so detailliert, wie uns das möglich ist, vor dem inneren Auge erstehen. Was hat alles mitgespielt in dieser Situation, bei dieser Situation? Waren wir alleine oder mit anderen? Gab es bestimmte Schlüsselsätze oder Worte oder Gesten? Oder fehlten sie uns? Wovor hatten wir Angst? Wie hat sich das körperlich angefühlt? Jetzt, wo wir daran denken, wo gibt es Spannungen im Körper? Jetzt, in diesem Moment. Und dann schauen wir im zweiten Schritt, was hat unsere Angst mit Vorstellungen zu tun, Erwartungen, Ansprüchen an uns, an andere, an die Situation.
können wir jetzt in diesem Freiraum der Meditation ein bisschen mit den Vorstellungen, mit den Ansprüchen, mit den Erwartungen an uns, an andere, an die Situation spielen und schauen, was passiert, wenn wir die Vorstellungen verändern. Und dann bringen wir diese kurze Betrachtung auf den Punkt, fassen sie zusammen, indem wir uns fragen, was war jetzt wichtig oder was hat uns berührt, was war neu. Was immer hoch steigt als Gedanke, als Gefühl, als Bild, als Wort, das lassen wir für einen Moment ganz tief auf uns wirken.